So, da sind wir auch in der nächsten Folge von Minecraft Hardcore. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier aufgehört und hier wird es auch weitergehen. Ich werde es versuchen, beziehungsweise ich werde anfangen, ein Haus zu bauen. Ich muss mal gucken, aus welchen Holzsorten, was war das, warum habe ich das gemacht? Egal. ich das mache, aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Holz, weil hier dürfte ich eigentlich nicht mehr so viel drin haben oder vielleicht sogar gar nichts mehr. Ja, hier scheint gar nichts mehr drin zu sein. Okay. Auch sehr interessant, da muss ich mir gezwungenerweise noch Holz hacken. So. Ich würde auch sagen, nächste Folge gibt es wieder ein Thema. Muss ich mir allerdings noch eins raussuchen, weiß ich jetzt spontan noch keins, was ich irgendwie benutzen könnte. Aber mal schauen, lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall ein Thema geben in der nächsten Folge. Heute war übrigens der erste Tag, an dem ich es geschafft habe, 2 Videos hochzuladen. Es ist schon ziemlich krass, also 2 Videos an einem Tag ist schon echt viel, muss ich sagen. Vor allem für mich, wegen Internet und so, dauert eine Weile, um hochzuladen. Und deswegen habe ich mir gedacht, werden die Videos statt 15 Minuten nur noch 12 Minuten lang. Aber ich denke, 12 Minuten sind eigentlich vollkommen ausreichend, weil ich finde, wenn ich 2 15-minütige Videos am Tag hochlade, dann sind das 30 Minuten Video von mir an einem einzigen Tag. Und das ist schon echt viel, finde ich. Und ich meine, ob es jetzt 24 oder 30 Minuten sind, die 6 Minuten machen jetzt auch nicht so einen Riesenunterschied. Aber von der Upload-Zeit her ist das halt über eine Stunde weniger Upload-Zeit. Und das ist halt für mich schon wesentlich angenehmer, da mich das halt auch wesentlich weniger Zeit kostet. Ich versuche halt irgendwie an Stellen, wo es geht, bei den Let's Plays halt Arbeit zu sparen, weil es ist auch so schon wirklich genug Arbeit für mich, da 2 Videos pro Tag hochzuladen. Deswegen sind meine Videos auch nicht großartig bearbeitet, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, bei Let's Plays kommt es auch darauf nicht an. Es ist, also, man braucht auch da kein Intro oder sowas. Also zumindest so ein normaler Let's Player, so wie ich das jetzt bin. Ich finde, man braucht kein Intro. Ich meine, gut, wenn man es will, kann man es machen. Ist mir, habe ich nichts dagegen. Aber man braucht es nicht. Das ist einfach so. Weil für mich persönlich wäre das mit einem Intro einfach unnötiger Zeitaufwand. Und keine Ahnung, ich brauche das einfach nicht, deswegen habe ich kein Intro und bearbeite meine Videos auch nicht großartig. Das Einzige, wo ich halt auch wirklich relativ viel oder ziemlich viel Wert drauf lege, ist halt die Tonqualität, weil das ist echt das Allerwichtigste beim Let's Play, neben dem Kommentar vom Kommentator, dass es halt auch unterhaltsam ist, das ist eigentlich noch wichtiger, aber ihr müsst mal überlegen, zum Beispiel Minecraft, das Let's Playen so viele Leute auf YouTube und von wem guckt ihr euch das am liebsten an? Natürlich von dem euch der Kommentar am besten gefällt und von dem, der die beste Tonqualität hat. Und wenn dann jetzt jemand irgendwie mit so einem 5-Euro-Mikrofon, keine Ahnung von wo, ankommt und das ja dann irgendwie total richtig rauschend und kacke anhört, dann guckt man sich das ja auch nicht gerne an. Und vor allem, das erträgt man ja auch eine Minute und dann muss man da abschalten, weil das hält man ja nicht länger aus. Also, deswegen lege ich halt immer sehr, sehr viel Wert auf die Tonqualität, weil das ist halt wieder, wie gesagt, meiner Meinung nach eine der wichtigsten Sachen beim Let's Playen. Wenn nicht sogar die wichtigste Sache. Aber, nein, ich weiß es nicht. Mal gucken. So, ich habe mir gedacht, wir wollen so ein Holzhaus. Allerdings, boah, meine Stimme, ne? Allerdings machen wir erstmal hier so ein paar Treppen. Weil das soll so ein kleiner Aufgang sein, hier am Anfang vom Haus. Weil ich will das so ein bisschen auch so, wie nennt man das? Nicht Stelzen, sondern so Stützen oder sowas. Halt so Pfosten irgendwie bauen. Und, ja. Okay, ich würde sagen, fangen wir allein ins NPC-Dorf, sehe ich gerade. Hier, ja, ich würde sagen, hier kann man ganz gut anfangen. Das sieht schon mal so ganz gut aus. So, und ich würde sagen, eine Stufe höher gehe ich noch und dann fängt auch schon der Boden vom Haus an. Oder, warte mal. Ja, ich denke schon, ich denke eigentlich schon. Wobei, ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine viel bessere Idee, wie das viel schöner aussehen könnte. Und zwar nehmen wir keine Treppen, sondern was viel Besseres. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Damit das Ganze nicht so extrem steil hochgeht. Ist mir gerade was eingefallen, wie man das anders machen könnte. Und zwar macht man einfach mal
solche Halbstufen. Und damit sieht das Ganze irgendwie ein bisschen schöner aus, finde ich. So. Hier können wir ganze Blöcke nehmen. Oh, was habe ich gerade gedrückt hier? Komme ich gar nicht mehr klar mit meiner eigenen Tastatur. So. Dann hier wieder Blöcke dran sitzen. Dann muss ich mal überlegen. Wie mache ich das jetzt? So. Oh, das war aus Versehen, aber egal. Ich würde sagen, von der Höhe reicht das eigentlich schon. Dann mache ich das hier noch ein bisschen schöner. So. So. Das sieht schon mal ganz nice aus. Ich will einfach so ein bisschen so einen schönen Eingang, so einen, ich wollte gerade königlich sagen, aber königlich ist irgendwie ein bisschen übertrieben, finde ich. Sagen wir mal, einfach einen schönen Eingang möchte ich hier haben für mein Haus. Es ist ja auch, ist zwar Hardcore-Modus, aber ich spiele das wie normales Minecraft. Und wenn ich halt sterbe, ist halt alles weg. Deswegen passe ich halt einfach ein bisschen mehr auf als normalerweise. Ich finde, das ist wieder sowas, was ich cool an Minecraft finde, weil hier dadurch, dass man da so aufpassen muss und man regt sich natürlich, also viele, ich persönlich bin nicht so einer, aber viele regen sich dann tierisch auf, wenn man stirbt und alles weg ist. Aber was ja auch gut daran ist, man muss jetzt nicht denken, boah, ich nehme jetzt lieber meine Eisenrüstung mit, anstatt meine Diamantrüstung, weil wenn ich sterbe, dann ist nur das Eisen weg und das kann ich schneller wieder farmen als die Diamanten. Das denkt man ja nicht, weil es ist ja völlig egal, wenn ich sterbe, ist sowieso alles weg. Also kann ich dann auch gleich die allerwertvollsten Sachen mitnehmen. Und das finde ich halt irgendwie cool an dem Hardcore-Modus. Muss ich sagen, das gefällt mir ganz gut. So. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich werde hier noch so einen Vorgarten hinmachen, also das wird nicht so öde bleiben, wie das jetzt hier ist. Aber ich würde sagen, als Boden nehmen wir nicht das normale Holz, sondern das Birkenholz. Warte mal, ach stimmt, ich habe mein Bett noch gar nicht geholt. Das sollte ich vielleicht mal machen. Und ja, genau, das tun wir jetzt auch. Aber gucken, dass uns keine Skelette oder irgend sowas angreift. Weil das wäre schon blöd. Aber diese Spinne können wir attackieren, weil die ist nicht so gefährlich. Ja, 3 Schläge und dann ist sie down. Dann ist sie auch schon down. Ich finde, die Zombies sind irgendwie ein bisschen zu intelligent für Minecraft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die sind irgendwie gerade schon so um mich rumgelaufen. Das ist mir ein bisschen zu krass für Minecraft-Verhältnisse. Hier, ich frage mich auch schon wieder, wo die 3 Zombies jetzt wieder herkommen. Weil die kamen von da hinten und da war eben überhaupt keine Zombies. Alter, what the fuck? Nee. Die greife ich doch jetzt nicht an. Ich bin doch nicht behindert. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Ja klar, ich lege mich jetzt mit, was waren das, 7 oder 8 Zombies an. Auf jeden Fall. Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Haus und hole mein Bett. Beziehungsweise schlafe erstmal da noch eine Nacht. Die allerletzte Nacht, aber dann nehme ich das Bett auch mit. So. Gute Nacht. Ach, guten Morgen. Boah, die Nacht ging aber ganz schön schnell rum, muss ich sagen. So. Also, komm. Oh, da werde ich ja super nett begrüßt hier morgens. Direkt von der Spinne, die von meinem Dach runterfällt. Und die greift mich an, obwohl es schon Tag ist, ey. Hier, die Sonne ist hier wunderbar am Leuchten. Und trotzdem ist die Spinne aggressiv auf mich. Aggressiv. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ey. Voll der Kack. So, da hinten war mein Grundstück, wo ein Haus entstehen wird. Da werde ich jetzt mal hinrennen. So. Genau. Ich wollte noch was sagen. Das habe ich vergessen, in der letzten Folge zu sagen. Ich habe jetzt über 100 Abonnenten. Also 102, glaube ich, mittlerweile. Ich meine, ich gucke nachher nochmal nach. Und ja, jedenfalls ist das richtig geil. Weil, ich glaube, ich habe es schon mal erklärt. Wenn man sich einfach mal vorstellt, dass 100 Menschen vor einem stehen, das ist schon eine ganze Menge.
100 Menschen sind schon echt ziemlich viel. Klar, da denkt man so, Abonnenten, ja, ist einfach nur so eine Zahl, die da steht. Aber man muss mal überlegen, hinter jeder einzelnen Zahl von diesen 100 Zahlen steckt einfach eine Person. Und diese Person guckt sich das an, was man hier macht. Das ist einfach krass irgendwie. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das ist irgendwie krass. Und ich habe mir gedacht, ich mache da mal ein Special. Ich werde allerdings hier noch nicht verraten, was es ist, aber es wird kommen. Auf jeden Fall. Und, es wird ein Special kommen. Es ist jetzt nicht so ein großes Special, aber ich mache das einfach so, weil ich persönlich es immer cool finde, wenn YouTuber sowas machen. Das ist eigentlich was hauptsächlich Gamer machen, glaube ich. Es machen zwar auch noch andere Leute auf YouTube, aber hauptsächlich Gamer. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung, aber ich gucke halt hauptsächlich Let's Player bzw. Gamer. Und, naja. Also, genau, wir wollten ein bisschen Birkenholz fällen für den Boden des Hauses. Wie lange Zeit haben wir noch für die Aufnahme? Noch eine, ja, dreiviertel Minute quasi. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Aber ich werde hier noch zwei, drei Bäume fällen. Weil das Holz, das brauche ich in der nächsten Folge, um mein Haus fortzusetzen oder so. Ich weiß es nicht. So. Aber wie gesagt, jetzt ab jetzt keine 15-Minuten-Videos mehr, sondern nur noch 12 Minuten, weil ich spare dadurch irgendwie, muss ich mal überlegen, fast anderthalb Stunden spare ich dadurch, glaube ich. Und das ist schon ziemlich gut für mich. Also, ich meine, es ist ja kein großer Verlust für euch, aber für mich ist das schon ziemlich gut. Und da ist der Timer auch abgelaufen, das heißt, das war's für diese Folge. Und ich muss mich auch wirklich an die 12 Minuten halten und nicht jetzt irgendwie noch lange rumlabern am Ende. Deswegen sage ich einfach mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge des Minecraft Hardcore Let's Plays. Nee, genau, wir sehen uns in der nächsten Folge in der zweiten Folge SimCity, die ich gleich noch aufnehmen werde. Und dann würde ich sagen, bis... Dann muss ich überlegen. Bis in 3 Stunden in SimCity. Ja, das ist richtig so. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge SimCity. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.